Ice, Ice Baby. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute spiele ich das Spiel Tower Tag. Tower Tag ist von den VR-Nerds und wer die VR-Nerds nicht kennt, die haben einen YouTube-Kanal, die haben eine Homepage. Ja, schaut einfach mal rein, aber ich denke mal, jeder VR-Fan kennt die VR-Nerds. Und ja, die haben jetzt Tower Tag rausgebracht, was man eigentlich nur für die Arcade-Hallen hatte, wo man wirklich diesen Turm, den man da vor sich hat im Spiel, den hat man dann wirklich in Wirklichkeit da stehen und kann sich anlehnen und hin und her von der Deckung hin und her wandern. Und ja, jetzt gibt es Tower Tag fürs Wohnzimmer, leider ohne Turm. Man kann sich natürlich einen bauen, aber ja, macht auch so viel Spaß. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe zwar nur den Trainingsmodus gespielt, trotzdem war ich begeistert vom Game und ich freue mich schon auf die ersten PvP-Matches, auch wenn ich da wahrscheinlich ein bisschen lauter werden werde. Aber gehört bei PvP natürlich dazu. Ja, ich habe auf die Schnelle jetzt spontan keine Mitspieler gefunden. Ich habe zwar auch mal in der Lobby gewartet, aber hatte leider kein Glück. Das Spiel muss dann natürlich auch erstmal anlaufen und ja, kostet 18 Euro, also 17,99 €. Ich finde es echt cool, gerechtfertigt. Ich hoffe, da kommt noch einiges an Content rein. Ist für alle gängigen VR-Brillen verfügbar und ja, kann nur im Stehen gespielt werden. Also Leute, die nur sitzen oder im Sitzen spielen, nur spielen können im Sitzen, tut mir leid, Leute. Also hier muss man sich echt gut bewegen und ja, und viel bewegen. Also ist auch anstrengend. Aber wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht und ja, das nur als kleine Anmerkung für die Leute, die lieber im Sitzen spielen. Da könnte das echt knicken. Ja, Tower Tag hat jetzt ein paar Spielmodis. Ich habe jetzt drei jetzt gesehen. Und die stelle ich euch gleich mal im Spiel kurz vor. Am meisten hat mir dieses Goal, ich weiß gar nicht, wie es hieß, irgendwas mit Goal. Auf jeden Fall muss man da wirklich, man hat so einen Tor, einen Turm, der als Tor ist und den kann man mit der Waffe aufladen und schießt dann quasi ein Tor. Und der Gegner muss einen natürlich davon abhalten, kann auch selber Tore schießen und so weiter und so fort. Also der Modus hat mir echt Spaß gemacht. Dann gibt es noch einen Deathmatch-Mode und einen Elimination-Mode, glaube ich. Aber alle Modis echt genial, finde ich. Ja, ich bin gespannt auf die PvP-Matches. Ich habe jetzt nur gegen den Bot gespielt auf Hard. Also der kann echt verdammt gut schießen. Also wenn man einmal kurz rausguckt, ist man schon tot. Und ja, von der Grafik her geht es vollkommen für dieses Spiel in Ordnung. Also ich finde es echt cool gemacht. Hat so einen richtigen Cyberpunk-Look, finde ich. Und ja, Sound ist jetzt auch okay. Also die Hintergrundmusik ist okay. Die Schüsse, okay. Also vollkommen in Ordnung. Und ja, ich habe meinen Spaß gehabt. Das ist das Wichtigste in VR beim Spielen. Sowieso egal, ob Flat oder VR. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir jetzt mal kurz bei Flat sind, wir haben auch einen Gemeinschaftskanal, also Chris Reality, Hoshi82 und meine Wenigkeit. Das sind die drei Flatingos. Werde ich definitiv jetzt auch mal in die Infobox packen, in die Beschreibung packen. Wer auch Flat Games mag, der kann uns da gerne besuchen. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, da wird es ab und zu mal Flat Games geben. Da wird es auch mit Sicherheit schon mal VR-Games geben. Hatten wir jetzt noch nicht, aber ja, das soll so ein kleiner Gemeinschaftskanal werden. Das streamen wir einfach mal, wenn wir Bock haben drauf. Also schaut mal rein, würde ich mich echt freuen. Und die anderen beiden natürlich auch. Ja, und ich würde sagen, ich habe echt genug gelabert. Gehen wir ins Gameplay. Viel Spaß. So Leute, hier sind wir bei Tower Tag. Und ja, ich habe eben mal probiert, Leute zu finden, gegen die ich wirklich spielen kann. Hat leider nicht geklappt. Aber ich werde mit Sicherheit mal ein Video aufnehmen mit dem Hoshi oder Chris Reality. Also, dass man da mal wirklich so ein PvP-Match macht. Aber jetzt machen wir einfach mal den Trainingsmodus. Ich werde den Bot auch einfach mal auf Hard stellen. Ich mache jetzt einmal Enemy Count 1, also das heißt ein Gegner. Und ja, da gibt es auch nochmal verschiedene Modis. Die zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich habe noch nicht alles getestet. Aber wir fangen einfach mal von vorne an. Ja, schießt du direkt auf mich. So, jetzt gehen wir mal einfach auf Elimination und los geht's.
Also wir haben hier diese Plattform, die können wir wirklich erobern. Wir müssen dazu einen Button drücken, den halten, werdet ihr gleich sehen. Dann wird so eine Art Energiepeitsche ausgepackt. Und dann können wir den Turm erobern und uns auch dahin teleportieren. So, wie ihr seht, hier, zack. Dann muss ich nur diese Handbewegung machen und schon bin ich auf der Plattform. So, da hinten ist der Gegner. Den müssen wir natürlich jetzt erstmal versuchen, außer Gefecht zu setzen. Dafür können wir auch immer wieder andere Towers benutzen. Auch seine erobern. Geht natürlich auch. So, jetzt haben wir eine ganz gute Schussposition. Und weg ist er. Erster Punkt für Team Ice. Ice, Ice, Baby. So, jetzt holen wir uns den erstmal. Erobern wir mal nach und nach hier unsere Türme. Oh, mit richtigen Gegnern macht das natürlich auch viel mehr Spaß. Okay, da hinten ist er schon am Knallen. Okay, er jumpt jetzt. So, den holen wir uns jetzt. Oh, ich hab den doch jetzt auch getroffen, oder? So, dann lassen wir nicht auf uns sitzen hier jetzt. Das geht gar nicht. Den holen wir uns, den Turm. Ich will nicht getroffen werden von dem. Oh, ja. Hart ist natürlich echt hart. Bam. Alter, gelacht, wenn wir hier verlieren, ey. Na komm, der hat den erobert. Den holen wir uns wieder. Da haben wir auch noch einen, den können wir uns holen. Jetzt haben wir eine gute Schussposition hier. Ah, ich hätte nicht hart nehmen müssen. Aber man will ja eine Herausforderung. Da habe ich auch kein Problem, wenn man mal verliert hier. Aber irgendwie, ich habe eben Mittel gespielt, das war mir zu einfach. Okay, da ist er schon wieder. Okay, er zieht um. Da will ich hin. Och, von wo? Okay, der war echt gut. Mist, ey. 3, 2, 1, go. Wir haben was gut zu machen. Den haben wir, oder? Yes! Ich hole auf. 3, 2, 1. Ice, Ice, Baby. Geht der ganze Team. Der Turm ihm gehört hier. Okay, wir müssen uns den holen. Hab ich ihn gekriegt? Puh, Glück gehabt. 4-4 steht's. Also mit 2 gegen 2 stelle ich mir echt spaßig vor, das Ganze. Ja! Wir holen uns nochmal Türme.
Gott. Gewonnen! Boah, war echt hart. War echt hart, aber hat Spaß gemacht. Du bist ein guter Gegner, Jung. Okay, jetzt machen wir den anderen Modi noch. So, jetzt machen wir Deathmatch. Also grafisch gefällt mir das auch echt gut. Hat was. Relativ einfach gehalten, aber trotzdem irgendwie cool. Match starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. The team with most points will win. So, wirklich pushen? Tun die ja nicht, ne? Die Bots. Komm, ziehen um. Dann holen wir uns den. Ach! 1-1? Ja, Double K.O. Mit Double K.O. kann ich leben. Jawoll! Den hat er nicht kommen sehen. So, weiter. Wir bauen mal ein bisschen Druck auf hier. Können wir da hin? Ne, da können wir auch nicht hin. Können wir die hier kaputt schießen? Nee, ne? Okay, wir ziehen um. Gehen die Dinger kaputt? Da ist er, da ist er, da ist er. Ich hab doch getroffen, oder? Scheinbar nicht so wirklich, ne? Okay, das ist mir ja noch nicht ganz klar mit den anderen Türmen da. Komm, komm, komm. Komm. Hat er, ey, das... Hat er jetzt wieder Double K.O.? Mensch, aber ich habe mehr Türme. Da zählt doch auch was. So, Junge. Nicht mit mir. Ja, cool, wenn man die trotzdem irgendwie einnehmen könnte. Jawohl, getroffen. Puh. Kann man den jetzt, der leuchtet, eventuell erwischen? Na nee, okay. Scheint nicht zu funktionieren. Wo ist der Kollege? Da. Wow. Der war nicht schlecht. Hat halt was von futuristischer Arena hier, das Ganze. Okay, ich muss ein bisschen warten, wahrscheinlich jetzt, oder? Ich bin zu weit nach vorne gepusht. 5-5. Okay. Ich könnte ja auch auf die Tafel da vorne gucken, ne? Aber wäre wahrscheinlich zu kompliziert. Nein, 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 nein. Boah, jetzt macht er aber Druck hier. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Der pusht jetzt echt gut. Ha!
Prinzip finde ich echt cool. Also, gefällt mir. Mit dem Einnehmen der Türme hier. Ach, da hat er mich schon wieder getroffen. Das gibt's nicht. Oh, hier mal Sniper. Okay, der hat gewonnen. War knapp. Muss man ja sagen. Hey! Aber gefällt mir. Also muss ich definitiv im PvP probieren. Und ich muss natürlich besser werden. Wäre natürlich cool, wenn man irgendwann mal eine Auswahl von anderen Waffen hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Sturmgewehr, Snipergewehr, dass es wenigstens einen Modus gibt, wo unterschiedliche Waffen sind. Muss ja nicht für alle Spiele gelten oder für alle Spielmodi, aber für ein paar wäre echt nicht schlecht. Aber wir spielen wieder hart. Nur die Harten kommen im Garten. Aber das war jetzt wenigstens fordernd. So gefällt mir das. Gold Tower weiß ich gar nicht. Da habe ich überhaupt nichts gespielt. Die anderen beiden Modis habe ich gespielt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Finden wir schon raus, oder? Millantor. Millantor ist da immer gut. St. Pauli Stadion. The match starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Your gold tower, okay. Capture the other team's master tower to get a point. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwas. The team with most points will win. Team ice. Wow. One player. Okay. Wir müssen da irgendwas holen. Komm, komm, komm. Team ice. Boah, der, ey, der ist ja noch besser als. Als eben der. Ich hab dich getroffen. Einnehmen, einnehmen, einnehmen. Ach, von wo hat er mich jetzt getroffen? Da eventuell der Modi schon zu hart? Oder bin ich einfach zu schlecht? Okay, dann übernehme ich den hier. Komm, komm, komm. Ha! Sauberer Schuss hier am Millantor. Okay, der hat halt mehr Kills, aber im Endeffekt nützt ihm das wahrscheinlich nichts. Jetzt komm. 2-0. Zieh dran. Zieh dran, zieh dran. Okay, schade. Hat mich von irgendwo noch erwischt.
Und da kann er mich gleich eventuell kriegen. Komm. 2-0. Okay, jetzt kann ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. So, jetzt sind die Türme alle wieder neutralisiert. Weißt du, man muss sich erstmal hier wieder was aufbauen. Och. Ich hätte doch jetzt eigentlich sicher sein müssen, oder? Also die harten Bots, die schießen verdammt gut. So, ich habe nochmal gut abgewehrt. Den Turm nehmen wir auch nochmal ein. Komm. Jetzt muss er irgendwo hin. Jetzt muss er irgendwo hinspringen, oder? Komm, 2-0, 2-0, 2-0. 3-0. Ha, du Lappen. Das war's. Tupac gewinnt 3-0. Also der Modus hat mir echt gut gefallen. Also bisher kann ich echt nichts Schlechtes sagen über das Game hier. Natürlich, wenn man da wirklich ein cooles Team hat und da wirklich gegeneinander spielt, das müsste man echt mal machen über einen Discord, dass man da mal so ein paar Matches macht. Boah, das ist auch echt anstrengend, also man muss schon immer hin und her und ich habe echt Bock, jetzt noch ein Game zu machen, also machen wir es einfach nochmal. So, Start Match und ich würde dieses Goal nochmal nehmen, weil das hat mir echt gut gefallen. Mal gucken, ob ich dann ein bisschen besser auch treffe. Und wenn dann mit der Zeit immer... Oh, wieder eine andere Map. Sneaky. Also wenn dann mit der Zeit immer mehr Content eventuell reinkommt, kann es ein richtig geiles VR-Game werden. Auf jeden Fall, was so virtuellen Sport angeht. Capture the other team's master tower to get a point. So, und da müssen wir hin. The team with most points will win. Ich wollte gerade sagen, den habe ich doch erwischt. Den Kerl. Nicht schießen. Nicht schießen, ich will das 1-0 machen. Okay, der schießt. Muss echt aufpassen. Jawohl. Der wollte gerade noch dahin. Habe ich echt Glück gehabt. Ja, manchmal muss man ein bisschen Risiko gehen. Ach komm. Okay, okay. Jetzt nehme ich den Tower ein. Schau erstmal, wo der ist. Okay. Jetzt muss ich definitiv weg. Ich stehe hier nicht gut. Ich stehe hier nicht gut. Komm. Okay, draußen Krankenwagen. 3, 2, 1. Okay, 2-0. Schauen wir mal, wenn wir so ein bisschen einnehmen, was der Kerl denn macht. Wir brauchen ihn ja im Endeffekt. Das nur noch abwehren. So.
Das ist meiner. Das ist meiner. So, was macht er jetzt? Okay, der will da hinjoinen. Da hat der mich getroffen von da. Das gibt's doch gar nicht. Gar kein Tor machen. Aber von hier. Was macht er? Der ist noch da. Der ist noch da, weiß nicht, was er machen soll. Da, in dem Augenblick muss er eigentlich nach vorne pushen. Der Bot auf hart. Aber ansonsten von den Schussskills her ist der echt gut. Kann man nicht meckern. Da hinten sehe ich ihn. Und jetzt machen wir das 4-0. Da ist er. Da ist er. Okay, jetzt wird es ein bisschen zu einfach. Aber es ist aus. Oder? Nee, doch noch nicht. Aber bei 4-0 können wir so ein bisschen offensiver ran. Das ist von Vorteil jetzt. Und jetzt, der ist kaputt. Jetzt machen wir das 5-0. Und das war es dann für ihn. Komm. Zieh dran! Yes! Okay, noch immer nicht zu Ende. Okay. Da kann ich nicht hin. Okay, aus. Ja, Leute, ich würde sagen, hier machen wir auch jetzt Schluss. Das war jetzt der Trainingsmodus ohne PvP. Ich will davon definitiv noch ein Video machen im PvP-Modus. Mit einem Chris Reality, mit einem Hoshi 82. Wer die beiden noch nicht kennt. Unten in der Beschreibung sind sie, die sind im Kanalbanner und so weiter und so fort. Also könnt ihr eigentlich nicht verfehlen. Da werden wir definitiv mal ein PvP-Video aufnehmen. Aber also mein erster Eindruck, echt super, also empfehlenswert. Wenn es denn jetzt mal zündet und wir haben mehr Gegner beim Quick Join, also wenn wir wirklich ohne Verabredung zocken können. Aber das ist das Problem, was wir immer in VR haben. Ne? Wir haben einfach zu wenig Spieler. Aber ich denke mal, wenn das mal wirklich soweit ist, dass wir genug Spieler haben, man drückt einfach auf Join und hat dann Leute zum Zocken, dann wird es mit Sicherheit gut und interessant. Ja, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War unterhaltenswert für euch oder unterhaltsam, kann man auch sagen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen, Glocke aktivieren, dass ihr immer informiert werdet über neue Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.